Warum habt ihr da Stress? Das verstehe ich nicht. Weil er so schön blau ist. Ha, aber ihr habt einen anderen Troll. Ja. Ach, kriegt jeder seinen eigenen? Ja. Ja. Ich glaube, er ist weg. So. Vielleicht hat er Angst im Hellen. Dann stoppe ich mir jetzt einfach mal die normale Axt und hol anderes Holz. Halt, ich habe eine normale Axt. Ah, dann schnapp ich mir die Feuersteinaxt von Bembel. Und hol anderes Holz. Ja, bedien dich. Ja, wir sind wie eine große Kommune. Nur angezogen. Ich ja. Wollte gerade sagen, oha, das wird ja in Acht einen ganz anderen Eindruck geben. So, sozialistische Staaten von Wikinghausen. Oder so. Kine will unsere Tode lieber mit Sekt feiern als mit Schnaps. Das lohnt sich mehr. Aber Sekt knallt doch mehr rein. Ja, aber da kannst du in Schnapsgläsern die Menge besser dosieren. Ach so. Aber Sekt trinkt man doch nicht in Schnapsgläsern. Hör auf, sonst holt sie die Maßkrüge und das hält sie dann nicht lange durch. Aber lustig wird's dann. Ja. Krüge. Ups. Ja, lauf halt weg. Aus Konzertbechern, genau. 0,5 Liter, 0,5 und ruf. Das klingt ja, da müssen wir wenigstens nicht so oft sterben, damit sie voll ist. Bist du schon wieder am Klopfen, oder? Ja. Ihr wollt doch nur Biene abfüllen. Naja klar, die schläft ja bei uns auch immer in der Mitte. Ja dann, Moment, ich werde gleich mal vom Baum erschlagen. Ja, vom bei uns werden die Bäume geworfen von freundlichem Personal hier. Glitte, du hast hier. Das macht aber freundliches Personal. Das macht aber auch nur eine gewisse Zeit, dann hat er nämlich keine Bäume mehr. Ja, dann wirft er meistens mit Steinen und anderen Dingen. Das macht er auch nur eine gewisse Zeit, also ihr müsst nur lange genug aushalten, dann hat er keine Munition mehr. Du meinst, ein Troll ist auch nur ein Poltergeist? Ja. Macht den Wald leer und er hat keine Macht mehr. Das haben wir mit dem Uralten fast so gemacht. Also eigentlich hat der Uralte das fast so mit uns gemacht. Weil irgendwann waren die Verstecke dann auch so etwas knapper. Ein echter Wikinger versteckt sich nicht. Wir werden darauf nochmal zurückkommen, auf deine Echtheit. Ich habe nie behauptet, dass ich echt sei. Ja, aber deine Zuschauer haben jetzt schon den Eindruck, dass du da voll der Held wärst. Also nein, die kennen Leute, die dich noch nicht kennen. Ich wollte gerade sagen, die kennen ihn. Mich. Jetzt spricht er schon in der dritten Person über sich. Oh Mann. Er ist ja auch verwirrt. Ja. Vielleicht will er sich auch selber nicht kennen, das kann natürlich auch sein. Klitke, wenn du mit dem blauen Händen schüttelst, sagst du mir Bescheid, ne? Jo. Gut. So kommt da irgendwo? Nö, aber. Was ich mich ja frage, ist, wachsen diese Bäume nach oder sind die irgendwann einfach weg? Du kannst, wenn du die den Flug hast, kannst du die Sätze, die Samen, die du hast, nutzen. Und dann kannst du dir neue Bäume machen, weil ich glaube, die Ingame-Setzlinge, die hier überall rumstehen, die wachsen nur sehr, sehr langsam, wenn überhaupt. Während die, wenn du die diese Samen nutzt, Setzlinge die Samen nutzt, das geht in 2-3 Ingame-Tagen. Ja, der Nachteil ist halt, so viele Samen hast du nicht. Ja, aber die vermehren sich. Achso, na dann. Das wird. Also ich habe Birke auch immer noch verdammt wenig. Ja, Birke, aber wer mag schon Birken? Ja. Ich nicht. Widerloses Gehölz. Das Unkraut des Waldes. als Allergiker. Okay, bei Birken komme ich nicht ran. Ich auch. Die Möhren und dann später die Rübchen, die du kriegst, die säst du aus. Und du musst halt immer auf Abstände und so achten, wenn du das machst. Und dann kriegst du fertige Möhren. Und die Möhren musst du dann wieder entweder einpflanzen, und zwar als Saatmöhre, da kriegst du dann 3 Sätze Samen raus, oder du kannst sie halt verkochen. Du musst halt also immer von den Fertigmöhren
dann aufpassen, dass du, wenn du fertige Möhren hast, immer erstmal Samen erzeugst. Ja, klar, das ist, macht ja aber auch Sinn, weil... Also du kriegst quasi bei der normalen Möhrenernte keine Samen raus, sondern du musst dann die Möhren nochmal ansäen zum Samen erzeugen. Ja, dann. So, ich bin voll. Also, nee, keine Spitzhacke. Ja, Prost. Hm. Ja, Prost. Dabei hat doch gar nicht jemand gestorben. Oh, da ist dieser Kack-Troll schon wieder. Ja, ich bin unterwegs. Ich hab 18, 1 kann ich vielleicht noch schaffen. Ach, da unten bist du. Gut, dann schmeiß ich jetzt gerade noch das Holz ins Lager, dann brauche ich das nicht nochmal. So, Klitke, dann können wir losfahren. Ich glaube, hier müsste irgendwo unser Bötchen stehen. Bräuchte dann nachher auch mal noch einen Bogen. Aber das machen wir dann nachher gleich in. So, auf zur Otterrettung. Steht denn der Kahn? Weiter oben, ne? Sobald ich es schaffe, aus der Tür rauszukommen. So schön, guck mal, das haben wir vorhin gar nicht gesehen, wie schön das hier eigentlich alles ist. Ja, vorhin war ja auch nebelig wie Sau. Daran könnte es liegen. Da bist du. Ich eile, ich laufe, ich sprinte, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich wollte sagen, ich bin verloren, aber... Ja, das war eigentlich im Vornherein klar. Hier hin müssen wir. So, ich schnell mal einen Happen essen. Die Fische reizen mich ja noch, aber wir haben diesen komischen Händler auch noch nicht gefunden, der einmal auf der Map sein soll. Irgendwo im Schwarzwald. Davon gibt's ja fast keinen. Ja. Weil so eine Angel, das fände ich auch noch ganz witzig, weil dann könnte man hier Fischchen grillen und so. So, hier irgendwo bist du in der Nähe. Komm, das Trolli, Trolli, Troll. So. Da unten sehe ich doch, da bewegt sich was. Ah, da rennt wer. Wo ist das große Blaue? Ich sehe es nicht. Wir sind dran vorbei. Achso. Wir müssen jetzt hier unten zum Hafen. Soll ich dann einfach ganz normal bei dir einfach bodyguarden oder... Du kannst vorne dann ein bisschen Kupfer schauen, mit schwarzen Anzug und ja, ein oder du gibst mir Kupfer ab, das geht auch, sobald ich dich wiederfinde. Sobald ich Kupfer gefunden habe. Ja, ich sollte vielleicht dann trotzdem bei dir in der Nähe sein, zum Kupfer abnehmen. Das ist richtig, aber wenn ich hacke, kannst du ja noch weiter suchen, das meine ich. Ach so. Aber ich habe noch nichts zum Hacken gefunden. Einer hat Klitke, einer hab ich. Die Hacke hab ich. Mir fehlt das Gegenstück. Hm. Ihm fehlt das Beackte. Komm zu mir. Das ist der Hafen. Also sind wir schon quasi fast da. Kopfhörer. Kein Haus. Jo. Da haben wir auch ein bestehendes Haus einfach umgebaut. Damals. Früher. Du brauchst damals. Vom Krieg. Ah, ich hab Kupfer gefunden. Ja, ich auch. Ich warte gerade auf dich. Lass das doch. Ich hab doch gesagt, ich hab hier bei mir. Und hab Mini-Dinos gefunden. Moment, ich markiere mir das eine gerade hier noch. Genau, markiere das eine. Ich bleib hier aber stehen. Kommst du jetzt wieder dagegen? Tüdelü, Bigby. Na, bist du schon tüdelig? Ist noch niemand gestorben? Ich muss dich enttäuschen. Oh, ich höre was Blaues. Das ist Bembel. Achso, Bembel hat Hunger, alles klar. Hast du denn meinen Magen gehört? Da ist das Blaue. Hinter Bembel. Das rennt gerade weg. Ja, das klappt wirklich. Ich muss einfach nur mein Gesicht hier reinsetzen. Gott. Ein Zeichen. Jetzt kommt er. Oh, er ist Base. Er brennt vor Leidenschaft. Gute Idee, scheiße umgesetzt. Was wir noch nicht rausgekriegt haben, ist, wie man Bären züchtet. Also, die mit EE. Ja, die Bücher. Haha. Tja, da hat er. Oh. Holla, die Waldfee.
Hier einmal Trollhaut zum Angraben und Rezept lernen. Oh ja, stimmt, Rezept lernen. Müsst ihr mir mal auch den Wirsing? Wirsing? Der müsste auch seinen Kopf verloren haben. Nope, den habe ich nicht. Ich kann dir Münzen geben. Na, ach, guck mal, da unten ist der nächste, bei dem wir Wirsing sammeln können. Oh, okay. Achtung, ich habe hier die Haut hingeschmissen, nicht liegen lassen, ne? Ach. Ah, der geht schon wieder. Hat keinen Bock mehr. Tschüss. Was noch wichtig ist, wir müssen im dunklen Wald diese jetzt hat er Bock. Lila leuchtenden Spawnlager dieser Fuzzis da verkaufen. Einen haben wir schon. Weil wir diese uralten Samen drei Stück brauchen. Wobei, haben wir nicht schon zwei? Oder? Wir müssten eigentlich schon mehr haben. Okay. Weil das brauchen wir. Drei brauchen wir zum Besamen. Das ging falsch. Oh, Painframe. Ficken. Finish him. Und nehmt ruhig die Pisteln mit, wenn ihr die seht. Die brauchen wir später. Wir haben dich gerecht. Und ja. Soll ich schon mal abbauen für dich, Otter? Ja. Hier, nimm mal den Kopf. Und dann kannst du mir wiedergeben. Dann nehme ich deine Spitzhacke ganz kurz und gib sie dir wieder, wenn du da bist. Und dann kriegst du den hier wieder, den hässlichen Kopf. Ja. Kannst du mal bitte meinen Kopf halten, was? Ach, ich Idiot, hab vergessen, mein Bett umzutecken. Es dauert ein bisschen. Spiel schon mal ohne mich weiter. Ich buddel für dich. Ich kann gerade nichts machen, also. Ach, wenn ihr im dunklen Wald diese Steinhäuser findet, wo ein Fass davor steht, ich glaube, das hatten wir am Donnerstag hier auch schon, die müssen wir kaputt klopfen, die Fässer. Die Fässern ist was drin hier. Ja. Also die kriegst du nur raus, wenn du sie zerklopfst. Klassisches Diablo. Der Vogel ist wegen mir da. Ja, ich glaube, der Vogel ist da, weil du gerade Kupfer gefunden hast. Hörst du wohl auf, in meiner Arschbacke zu zwicken, du blöde Sau? Klitke. Ja. Nein, den meine ich nicht. Hier wird's komisch, wir gehen wieder auf unseren Server. Ja, solange die sich gegenseitig in die Arschbacken zwicken, ist mir das egal. Ja, aber du weißt, wie wir hier schlafen. Arsch an Arsch. Am besten Popo gegen die Wand. Ja, toll. Hm. Das ist... Gut, dass wir die Köpfe an der Wand haben oder so. So, ich will mir jetzt erstmal wieder orientieren. Oriente White Wisp. Hier waren die Werkbänke, die aber noch null ausgebaut sind. Da müssen wir noch was tun. Hier war schon ein bisschen ausgebaute Werkbank, das ist gut. Kann ich die mal durchreparieren? Genau, also wir haben eine, von der, an der wir uns reparieren müssten, und eine mit Schmiede. Ah, der Higuin. Du hast etwas Ads gefunden. Bau es ab. Ja, guck mal, was ich hier mache. Wir schlafen hier nämlich wie die sieben Zwerge. Du kuschelst es weg. Mach mal die Kotzbomben auf. Blöder Vogel. Hör auf mit der Fettbämmel. Oder wie ist das Ding? Keine Ahnung. Ach, Fettbämmel. Hab ich sogar richtig. Oh, wow. Ich hab mir was gemerkt. Überschüssiges Kupfer werf einfach raus, das schnapp ich mir dann. Bitteschön. Danke. Das ist nämlich mein Existenzgrund hier. Gemeint. Verstehe. Ich stehe hier, töte Trolle und sammel Kupfer. Toll, ich hab's jetzt rausgeworfen und war nicht gemeint, auch Menno. Tja, das Kontext, achten auf den Kontext. So. Hör mir doch mit so einem neumodischen Scheiß auf. Für stimmt, den Otter noch mal. Ja, sowas wie ein Lagersystem. Ja. Jetzt, wo ich sehe, fällt es mir auch wieder ein. Mit du hast selber gebaut. Ja, es tut mir leid, Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Sind Federn Natur? Ich denke ja. Ich komme mir vor wie auf der Baustelle. Moment, ich hole auch die Peitsche raus. Ja. So. So, hier ist noch Kupfer. Mach schneller!
Kupfer her. Hast du gesehen? Hier. Mal gucken, wie viel ich davon mitnehmen kann. Nope, kann ich nicht alles mitnehmen. Ich renne, ich eile, ich bin gleich. So. Die Steine gebe ich dir mal zurück. Und verdammt. Ja, die normalen Steine könnt ihr ja da lassen, die braucht kein Mensch. Ja, die guten Steine. Aber echt, ey, die waren wie neu. Okay, da brauche ich ein paar mehr. Du kannst mir wieder was zurückgeben. Ich sammle jetzt einfach ein bisschen auf. Ja. Juhu. Das heißt, sterb hier. Da kommen sie. Ich auch nicht. Da kommen sie angeschneidert. Kriegst hast du schon einen Bogen? Ja. Ja, für die. Hey, komm mal zurück. Für die habe ich noch Holzpfeiler, also von daher. Willst du wieder deine Hacke? Ja, wenn ich weiterhacken soll. Ja. Ist aber leider kaputt, so ein bisschen. Ein bisschen. Aber wir haben Kupfer. Ja, das war ja Ziel und Zweck und so. Gut, dann wandere ich mal zurück und bring mal das Zeug zurück, weil ich bin quasi voll. Ja, ich auch. Da haben wir verschiedene Tests. Alter! Da steht der, nicht. Steht dieses Wildschwein so lange da, bis ich dran vorbeirenne und dann greift es an. Jo. Das ist nicht nett. Ne. Naja, jetzt bringe ich halt noch ein Lederschnipsel mit, um was zu essen. Könntest unseren Protest machen. Ey. Das hat jetzt extra auf dich gewartet. Frech. Also irgendwie überfordert mich die Sortierung gerade. Ach echt? Ihr habt sie doch selber angelegt. Nee. Also ich nicht. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt mit Dex oben und hab Kupfer gejagt. Hallöchen Tiger, sei gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir gut. Oh, hier ist ein Bogen drin. Toll, jetzt habe ich meine Pfeile abgegeben, jetzt bin ich ein Bogen. Hi Tiger. Mal Ruhe hier. Könnt wegrennen. Ich bin der beste Schütze von Maximo. Mexiko oder so. Keine Ahnung. Von Maximo, ne? Ja, ja. Maximo hat nämlich auch nur einen Schützen. Und ich bin der beste davon. So. Das kommt da rein, das kommt da rein. Zack. Aufgeräumt. Im Prinzip könnten wir aus der Hütte, wo die Schmiede drinnen macht, doch das ganze Eisenzeug reinschleppen, oder? Yep. Ah ja, hier liegt auch welches. Plus irgendwelche anderen Sachen, die hier nicht hin müssen. Die nehme ich jetzt da mal raus. Hier liegt ein Bronze-Brustpanzer. Yep, das ist der vierte, den ich gemacht habe für euch. Okay, dann ziehe ich den jetzt einfach mal an. Wo kommen auch Goldstücke? Habt ihr da auch für eine Kiste? Mit Sicherheit. Das sind noch nicht alles beschildert da drüben. Ich denke mal, wir müssen das auch noch mal ein bisschen. Okay. So. Gut. Later. Later, Maffei. Dinge. Steine. Ja, ich mache auch am Eingang gleich so Kisten, die dann als Müllkisten dienen können. Da kann sich, wenn man von einer Reise kommt, mal ausmüllen. Das Trollleder packe ich mal in die Lederkiste, für den Fall, dass es jemand antatschen möchte. Da liegt's. Oh, darf ich... Kupfer kann ich ja gleich in Smelter tun, ne? Ja. Wenn du genügend Platz findest.